Hallo und willkommen zurück in der Metro zu Metro 2033 in der Redux-Version. Ja, und wir hatten letztes Mal ein bisschen Sagenkunde. Wir sind hier in der schwarzen Station und die Jungs haben mir gerade einen von der Metro 2 erzählt und den Mythen, die darum ragen. Und ja, was ebenfalls momentan Mythos ist, ist der gute Antion, der durch die schwarze Station schleicht und sämtliche Leute niedermacht. Wir müssen jetzt irgendwie an diesen Vögeln da vorbei. Der eine läuft da hin und her und hält Wache. Der andere steht da munter vor sich hin. Mal gucken, wie ich das am besten mache. Er hier läuft da auch und macht da seine Sachen. Wahrscheinlich erst ihn, der mir da gleich entgegenkommt, der da, wenn er sich umdreht, niedermachen. Dann der Junge, der am Pfosten steht. Und dann den Messerwerfer. Ich hoffe, das funktioniert wie geplant. Ansonsten gibt es eine große Ballerei. Die würde ich allerdings gerne. Wo gehst du denn lang? Das hatte ich so jetzt nicht geplant. Weil der da rumläuft, wird mit hundertprozentiger Sicherheit irgendwelche Leichen finden, wenn ich erst die andere niedermetzeln würde. Deswegen müsste ich warten, bis er wieder zurückkommt. Na komm, mein Freund. Das Coole ist, das ist jetzt ohne Flachs, das ist die richtige Uhrzeit auf der Uhr. Hey, wer ist da? Gibt doch Ballerei. Scheiße. Irgendwie ging mein Plan nicht auf. Vor allem, habt euch gerade selber niedergemacht, ne? So als Information. Erledigt. Und es ist Ruhe im Karton. Zwar nicht so elegant, wie ich es eigentlich geplant hatte, aber es hat doch noch am Ende funktioniert. Der selbst schuld, wenn du deinen Kopf überall reinsteckst. 16,5. Nee, die AK will ich nicht. Das ist cool eigentlich, die Knarre hier mit dem Schalldämpfer. Die mag ich. Was ist das? Ach so. Das ist die Bastardknarre. Licht aus. Auch so ein Ding. Knicklichter. Munition. Ich gucke mir natürlich wie immer gründlich um. Auch wenn es 20 Minuten dauert. Ist mir egal. Oh, Tomahawk. Pupp. Genau, machen wir mal schön alles Licht aus. Oh, hier kann man schlafen. Finde ich gut. Vor allem, ich habe immer so das Gefühl, ich gehe den falschen Weg. Ich weiß nicht warum, es ist aber einfach so. Der Zeiger zeigt dir die andere Richtung. Dann werde ich wohl mal dem Zeiger vertrauen, oder? Eine Tür? Nein. Naja.
geht so. Oh. Na, wo es jetzt wohl hingeht? Rotes Licht. Naja, wenn wir gleich nackte Mädels sehen, wissen wir Bescheid, ne? Adiop. Na, kein nacktes Mädel. Aber eine Luftanhaltung. Scheint es zu stinken. Dem war es auch zu bunt hier. Warum muss ich eigentlich immer durch die Brühe warten? Mal, hier ist eine Falle. Wie es aussieht. Sehr interessant. Kann ich die irgendwie... Und ich wette, du bist die zweite Falle. Was habe ich denn jetzt gemacht? Lieber doppelt vorsichtig als alles andere. Kann ich die hier wieder abnehmen? Ah. Bastel, bastel, dreh, dreh, MacGyver, MacGyver. Licht geht an. Sollte das so? Sollte das Licht jetzt angehen? Ich hab keine Ahnung, was ich hier tue. So, ein Mist aber auch. Oh. Hi. Munition und ein Eintrag. Schwarze Station, Eintrag 2. Die Metro tötet den Glauben an Wunder. Lehrt dich aber auch, ohne Hoffnung zu leben. Und trotzdem kann ich keine Erklärung dafür finden, dass ich so erfolgreich durch das Labyrinth der schwarzen Station gelange. Voller Faschisten wohlgemerkt. Es grenzt an Wunder, als wenn ich von jemandem geführt wurde. Ist das meine dumme, unverwüstliche Hoffnung? Oder vielleicht das Schicksal selbst? Wir wissen es nicht. Aber vielleicht finden wir es heraus. Spinn. Oh. Das sieht gefährlich aus hier. Diese ganzen Haken. Die wahrscheinlich auch nur dafür da waren, um diese Kabel zu tragen. Aber trotzdem sehen die sehr gefährlich aus. Alles voller Spinnweben. Also hier geht man nicht oft lang. Und ich habe man auch schon länger nicht mehr gefunden. So wie es aussieht. Und der Medipack hat auch nicht wirklich viel gebracht. Nein. So, dann gehen wir mal hier durch die Tür. Sind wir jetzt durch die schwarze Station durch? Oder eher weniger. Artyom, mein Mann, du hast es geschafft. Oh ne, wir fahren schon wieder. Komm, ruh dich aus. Das geht da in die Hose, das weiß ich jetzt schon. Jetzt würde ich aber trotzdem gerne wieder zurück und noch da hinten gucken. Aber... Na komm. Drauf geschieden. Ich nehme sogar das Nachtsichtgerät ab, das nicht funktioniert. Wir werden die Polis bald erreichen. Ach, wir waren noch gar nicht in der Poli. Das sind auch noch zwei. Ach, ich dachte, Polis wäre die schwarze Station. Ja, doch, habe ich mich aber mal geirrt. Das ist irgendwas anderes. Irgendwas Schlimmeres.
Wir sind schwach. Wir werden sterben. Schrecken. Das ist das Ende. Kinder wollen ihre Eltern sogar lieben und verstehen, wenn diese sie hassen. Wir möchten euch verstehen und helfen. Lauf, Artyom! Was macht er da? Sollte ich in die richtige Richtung laufen? Ich habe keine Ahnung, ich bin einfach losgelaufen. Ein übles Phänomen, was? Aber weißt du, es ist nicht böser als, sagen wir mal, Feuer. Es hängt alles von der Sichtweise ab. Versuche, die Dinge besser zu verstehen, bevor du dir ein Urteil bildest. Lass uns jetzt gehen, hier ist es nicht sicher. Es ist schwierig, meine Gefühle in diesem Moment zu beschreiben. Erschöpft, aber auch froh. Ich hatte es geschafft. Sobald die Hunters Nachricht überbracht hatte, konnten andere über die Rettung meiner Heimatstation entscheiden. Stärkere und weisere. Meine Aufgabe war erfüllt. Ja, wir haben es scheinbar geschafft. Mit komischen Träumen. Hey, ihr! Bei dem Wagen! Macht den Motor aus! Nicht bewegen! Wer seid ihr? Wir sind Faschisten und wollen eure Station einnehmen. Ullmann, sind Sie das? Haben Sie ein Glück, dass Petrovic nicht hier ist? Er steht nicht auf solche Scherze. Wer ist das da bei Ihnen? Er kommt von der Nordfront. Ich begleite ihn zur schwarzen Station. In Ordnung. Dann kommen Sie durch. Ich wette, eure Nachtsichtgeräte funktionieren, oder? Hi. Deins auch, ne? Oh, deins auch, wie ich sehe. Du hast aber ein dickes Ding da hängen. Meine Herren. So, das ist die Police. Alter Schwede, euch geht's gut, ne? Nett, nett, nett. Euch geht's echt gut. Ich glaube auch. Sehr schön, sehr schön. In Ordnung, gehen wir. Gehen wir, alles klar. Ich steig aus. Allee, hopp. Was guckst du denn so böse? Guten Tag. Willkommen in der Police, Hauptmann Krasnov. Sie sind einen weiten Weg gekommen, junger Mann. Wo genau kommen Sie her? Er ist von der Messestation. Kann er nicht alleine sprechen? Nö. Sehen Sie, Hauptmann, der Junge ist das erste Mal in der Police. Er ist auf dem Weg hierher durch die Hölle gegangen und überbringt Hunters Nachricht für Miller. Schon gut, schon gut. Ziehen Sie sich um. Hier sind die Sachen. Ihre Ausrüstung können Sie hier lassen. Sie ist hier sicher. Sie bekommen sie gesäubert zurück. Ruh dich etwas aus, Artyom. Ich schau mal nach Miller. Ich hoffe, er ist nicht wegen eines Auftrags unterwegs. Übrigens, vergessen Sie nicht, sich in der Lobby abzuschrubben, Ullmann. Keine Sorge, das werde ich nicht. Oder möchten Sie lieber Kinder mit zwei Köpfen haben, Idiot? Ha, wer seid ihr? Oh, guck mal hier, ein Eintrag. Oh, der Computer und der funktioniert, cool. So, was haben wir denn da? Wir sind in der Police und haben unseren ersten Eintrag. Solange ich mich erinnern kann, hatte ich den Traum, die Police zu besuchen. Das harte und hoffnungslose Leben im Untergrund macht einen müde und wild. Es macht einen zu einem Tier. Und nur in der Police kann man etwas bleiben. Kann man etwas bleiben, dass man
das große Volk der Vergangenheit erinnert. An die Menschen, die den Planeten in ihrer Tasche hatten. Die Police ist die letzte Zuflucht der Wissenschaftler, der Lehrer, der Künstler. All jener, die man in anderen Stationen als nutzlos betrachtet. Die letzte Trotzburg der Kultur und Zivilisation und die Geschichten, die in der Metro erzählt wurden, werden, besagen, dass das elektrisches Licht dort Tag und Nacht brennt, genauso wie es in unserer Vergangenheit war, niemals wiederkehren wird. Die Polis erfüllt all die ungeheuerlichen Erwartungen, die ich hatte. Riesig, glänzend und sauber, bis zur Perfektion. Eine echte Untergrundstadt. Ihre vier Stationen, die zusammengefasst werden, gleichen den Hallen der antiken Tempel, die ich in Geschichtsbüchern gesehen habe. Allein schon hier zu sein, lässt einen diese unglaubliche Energie spüren. Lässt einen glauben, dass die Menschheit wieder auferstehen wird, wenn es in der Metro eine Macht gibt, die Messe von den Schwarzen retten kann. Und dann muss sie hier verankert sein. Mhm. Also es ist so eine Art Utopia. Wer bist du? Hm? Was spielst du da? Hm? World of Warcraft? Hm? Ja? Okay. Weitermachen. Ich muss mal pipi. Ne? Ja, dann geh doch. Zu spät. Jetzt musst du warten. Ja, dann mach in die Hose. Lass das. Lass doch das Kind pipi machen. Meine Güte. Patronentausch. Der beste Wechselkurs in der ganzen Metro. Nee, ich glaube, ich brauche erstmal das Geld. Wie Sie wollen. Ich muss was mit meinen Waffen machen, sonst habe ich da echt ein Problem. Kommen Sie, schauen Sie. Probieren Sie aus und werfen Sie. Was? Nein, ich wollte die Waffe nicht tauschen. Nein, auch nicht. Hier wollte ich hin. Und ich wollte... Genau. Das da drauf machen. Ja, habe ich. Das ist mir jetzt erstmal das Wichtigste gewesen. Kalasch. Für Sie. Einfach kaufen und schießen. Die Kalasch. Und was habe ich da jetzt gerade für ein Gerät? Nie leisten, oder? Atjon, ich bin Miller. Wo ist die Nachricht von Hunter? Oh, hi. Ich komme. Ich war nur ein bisschen shoppen. Ich verstehe. Vielen Dank, dass du das zur Polis gebracht hast. Das war sehr mutig. Ich werde eine Notsitzung einberufen. Wenn sie dich aufrufen, dann berichte von der Situation. Alle Ratsmitglieder bitte in der Ratskammer versammeln. Ich wiederhole, alle Ratsmitglieder bitte sofort zur Ratskammer. Bringen Sie den Jungen zur Ratskammer. Ich gehe zur Ratskammer, wo auch immer das ist. Alter, du hast hier auch Waffen ohne Ende, wa? Auf dich, auf mich. Oh, guck mal, hier ist die Bar. Sehr nett. Scheiß auf was Besseres. Aber ich glaube... Wie angelt der? Alter, der angelt. Gibt es etwa Fische? Glaube ich nicht. Hör auf. Oh, mein Schiff. Ach, wie süß. Geil. Ich freue mich schon, mich hier richtig umzugucken. Naja, jetzt muss ich erstmal zur Ratskammer, aber bevor wir zur Ratskammer gehen, werde ich jetzt erstmal hier die Folge beenden. Und was wir den Jungs da zu sagen haben und was das für ein Schicksal für meine Station bedeutet, werden wir wahrscheinlich in der nächsten Folge erfahren. Ich freue mich drauf. Dieses Spiel macht Spaß und ich bin echt gespannt, wie es weitergeht. Aber das mache ich alles in der nächsten
Aufnahmesession. Bis dahin sage ich Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Bye.